aus den Gläsern trinken? Nein! Yeah! Japano-Schlampen erleben schlampige Abenteuer! Total schlampig! Japano-Schlampen! Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße! Japano-Schlampen! Ich hab deinen Namen vergessen, wie hieß du nochmal? Ciao, Wink, Ching, Mindy, Pum, Pipi, Schlampom. Oder so. Okay, hast du einen Spitznamen? Ciao. Und ich bin Wakashimu. Du kannst im Harzmark Ketchup Schnellepan. Aber alle meine Freunde nennen mich Wake. Und ich bin Ciao, Wing, Xing, Hong, Fing, Xiong, Ping, Pong, Pong. Aber alle meine Freunde nennen mich... Ich bin seine einzige Freundin, sonst hat er gar keine. Nennen mich Ciao. Ja, auf was für ein Abenteuer begeben wir uns denn heute, Wake? Na, wir gehen raus in die große, weite Welt. Und dann kloppen wir uns mit irgendwem. Ist das nicht ein bisschen asozial? No! Und um dich zu finishen, setze ich jetzt die Finish-Karte ein. Wake? Ja? Hast du etwa schon wieder einen Menschen umgebracht? Ja. Das ist schon das dritte Mal in dieser Woche. Ja. Und dabei ist erst Montag. Ich muss dich jetzt bekämpfen. Mal sehen, ob du etwas ausrichten kannst gegen meinen Fight Battle War Kreisel. Los, Drago! Los, Pichu Kasucha! Drago, setz deine Fähigkeit, rebellisch zu sein, ein! Nein! Nein, so meinte ich das nicht! Denn ich möchte die beste Volleyballspielerin der Welt werden! Die Beste! Euch gebührt der Meisterpokal! Den hatten sie die ganze Zeit dabei. Ninja-Mutanten! 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 The fuck? Ist es wirklich mein verschollener Zwillingsbruder Xiao? Ich muss mich jetzt mindestens 2 Minuten lang an alles, was ich je mit ihm erlebt habe, erinnern. Hat der das öfter? Ja, das ist ein Flashback. Das dauert jetzt einen kleinen Moment. Und mit der Macht der Regenbogen-Diamant-Uranus-Spirale werde ich die Menschen bestrafen, die von Geldgier und Eigennützigkeit getrieben sind. Das sagst du jedes Mal. Du musst trotzdem für das Eis bezahlen. Oh Mann! Schon gut, Wake. Ich bezahle für dich. Yes! Eis! Ich hätte gerne noch eine Schinkenpizza. Zum letzten Mal, ich verkaufe keine Pizza. Ich hätte trotzdem gerne eine. Wenn doch nur alle Schüler so angestrengt arbeiten würden wie du. Höschen. Oh Mann! Tja, Wake, du bekommst eine 1 im Mündlichen. Ich glaube, ich bekomme auch eine 1 in meiner Hose. Wie findest du Pokémon? Ich kreuze an, ja, nein, gut. Schwerter, Magie, halbnackte Weiber, Männer mit komischen Frisuren, Drachen, Haie, Zombies, Panzer. Das epischste Spiel aller Zeiten. Endlich Fantasie 19. 2. Es wird mir gehören. Sorry, Kleiner, zeig mir mal deinen Ausweis. Wieso? Das Spiel ist ab 18. 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 Ich hab's kapiert. Ich hab ein bisschen Sonnencreme für euch in meiner Hose. Hau ab, lass uns in Ruhe, du Idiot. Okay. Ein Tsunami. Oh mein Gott, in dem Tsunami ist Atommüll. Oh nein, im Atommüll sind Delfine. Es sind mutierte Atomdelfine! Und sie sind Fans von David Hasselhoff! Du gehst nach Hause? Wie uncool! Ich fahre! Wow! Coole Gitarre! Kannst du noch mehr Riffs spielen? Na klar! Geil! Du sollst mich bewundern! Okay, kommst du mit, Pushy? Moment, sie müssen noch die Tierarztrechnung bezahlen! Was? So viel Geld habe ich nicht. Oh, sehen Sie nur, ein riesiges Pizzamonster. Hallo. Das ist gar nicht riesig. Sie hat mich reingelegt. Ihr könnt mich alle. Der mysteriöse Messermörder ist auf freiem Fuß. Er ist extrem gefährlich und steht höchstwahrscheinlich gerade hinter Ihnen. Hier, ich habe euch noch ein paar Möhrchen zum Knabbern geholt. Schau, du hast heute im Unterricht gefehlt. Tut mir leid, Frau Lehrerin. Ich bin krank. Ach so, ja, die Folge heißt ja auch so. Alles, was ich brauche, ist Ruhe. Hey, schau, du Gesichtskotelett! Du warst heute gar nicht in der Schule und konntest meine geilen Witze nicht hören. Darum habe ich sie alle nochmal für dich aufgeschrieben. Midori hat gesagt, sie sucht einen Fahrradständer. Und da habe ich zu ihr gesagt, Ständer habe ich wohl, aber kein Fahrrad. Das macht dann 10 Euro Praxisgebühr. Wir sind bei mir zu Hause. Dann macht es 20 Euro Zuhausegebühr.
Kai heißt ein Arenaleiter von Azalea City bei Pokémon. Oh Gott, vielleicht ist er das ja. Waka, du sitzt ab jetzt vorne, weil du die beste Schülerin bist. Die beste. War das gerade ein Sumatra-Nashorn? Davon gibt es nur noch 200 Stück auf der Welt. Ach, gut so, die schmecken scheußlich. Oh, das ist aber ein dickes Würstchen. Hey, Frau Lehrerin, wissen Sie, wo noch ein dickes Würstchen ist? In deiner Hose. Was? Jetzt gib mir die Handtasche. Nein, er hat eine Waffe. Oh, bitte erschießen Sie uns nicht. Das Verbrechen lauert überall. Hier, das Geld. Hier, deine Gardinenstange. Drogen zu verkaufen. Hey, Kleiner, ist das dein Bonbonpapier? Ja. Warum hast du es auf den Boden und nicht in einen Mülleimer geworfen? Keine Lust. So, so, keine Lust gehabt, sich an das Gesetz zu halten, was? Ist doch nur ein Stück Papier. Ich zeig dir nur ein Stück Papier. Danke. Auf wen die Flasche zeigt, der muss Ciao küssen. Wer sind Sie denn? Das ist unser Klempner. Das Klo war verstopft. Kauf mich. Du hast doch was zu essen zu Hause, oder? Ja. Kein Problem. Aber ich glaube, ich habe nur noch Salat und eine dicke Gurke. Eine dicke Gurke. Hä? Ich habe auch eine dicke Gurke in meiner Hose. Zu spät. Amal, seit deine Eltern tot sind, hast du nie was Vernünftiges zu essen im Kühlschrank. Ciao. Tut mir leid. Du bist eine Niete. Oh. Du bist eine Niete. 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 Hör sie auf damit! Oh mein Gott, Will, krieg ich ein Autogramm? Kannst du auf meinem Handy unterschreiben? Kannst du auf meinem Schuh unterschreiben? Kannst du auf meinem Stift unterschreiben? Möge das Duell beginnen. Zuerst wähle ich eine Waffenkarte. Tödliches Todesklingen, Schwert des Todes. Mal sehen, was mein Kartendeck für ein grausames Monster dazu für dich bereithält. Ha! Giraffe. Was ist denn da los? Du bist bescheuert, lass uns abhauen. Fusion zu Todesklingen, Augen Ultra Todesgiraffe des Todes. Ja, und auch ich habe ein Kartenspiel dabei. Es ist ganz normal. Ha! Acht. Das heißt, der nächste muss aussetzen. Da hinten ist anscheinend die Quelle mit der Legende des ertrunkenen, introvertierten Esels. Das ist ja eine bescheuerte Legende. Ja, genau. Oh, wer von euch hat einen Dinosaurier, der auf mich kotzt, gemalt? In Frau Lehrerins Testament steht, dass sie all ihren Besitz an die beste Schülerin ihrer Klasse vererben möchte. Die Beste! Das hat sie hier nochmal unterstrichen. Oh, was ist da drin? Das wissen wir nicht. Es gibt keinen Schlüssel. Warum sagen Sie, wir wissen das nicht? Sie sind doch nur eine Person. Ja. Ich bin so allein. Wir sollten dieses Ding von einem Wissenschaftler untersuchen lassen. Das ist ja wirklich ein eigenartiges Ding. Ich habe in all meinen Jahren in der Wissenschaft noch nie so etwas gesehen. Das ist ein Hamster. Dr. Succulentus. Eine Insel. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Hier sind die klipprig-grünen Steinmonolithen aus meinem Albtraum. Habe ich noch nie gesehen. Hier sind Tentakel in Stein gemeißelt. Die Monster, die in Steinen schlafen, wie Meister Fuzzi gesagt hat. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Guck mal, eine Möwe. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh, der Torkel hat meine Eingeweide rausgerissen. Die habe ich noch nie zuvor gesehen. Habe ich schon erzählt, dass mein Penis im Guinness-Buch der Rekorde war? Wirklich? Ja, aber dann hat man mir das Buch weggenommen und ich wurde aus der Bibliothek geworfen. Die Nachricht. Kinder voller glibbriger Monstergedärme am Strand gefunden. Auf die Frage hin, wo das Monster sei, sagte eins der Kinder, in meiner Hose. Und nun geht es weiter mit Fette Köche explodieren. Die Tür schmeckt nach Erdbeere. Und der Stein nach Karamell. Und die Fenster nach Marshmallow. Und das Fenster nach Glas. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer demoliert da mein Häuschen? Was zum Arsch? Seid ihr bescheuert? Ich mach euch kalt. Ich habe eine mysteriöse Krankheit. Dann nimm diesen kraftvollen Gesundheitstalisman. Das ist ein altes Pizzastück an der Schnur. Ja, es ist Brokkoli drauf. Brokkoli ist gesund. Danke. Meine Okasan hat uns für die Fahrt Reis, Reisbällchen, Reisdreiecke, Reiswürfel, vierdimensionale Reishyperwürfel und ein paar Deprisonnen eingepackt. Es ist nirgendwo eingezeichnet. Es ist auf der ganzen Welt gar nicht vorhanden. Wollen Sie diesen Globus kaufen? Oh nein, ich guck mich nur um. Globusse, hier gibt es Globusse. Wer Wie kann sich so ein Laden hier halten? Drei normale Globusse, einen mit Sesam und einen Globagel mit Käse. Ja, bitteschön, der Herr. Danke, Sie haben echt die besten Globusse. Hey Kinder, wollt ihr einen Fisch am Stiel? Wir haben auch Softfisch und Fisch wie Sahne. Nein, danke. Dann doch lieber eine Kugelfisch. Oder einen Kugelfisch. Schnell, wir können aus dem Fenster auf das Dach da springen. Sind wir nicht im Erdgeschoss? Hallo!
vorher muss ich noch etwas Wichtiges erledigen. So gut wie neu. Und meine Nägel haben sie auch gleich gemacht. Jetzt können wir nach Hause. Moment, ich habe auch noch was zu erledigen. So gut wie neu. Und meine Nägel haben sie auch gleich gemacht. Jetzt können wir nach Hause. Halt, ich habe auch noch was zu erledigen. So gut wie neu. Und meine Nägel haben sie auch gleich gemacht. Wozu das gut ist, weiß ich auch nicht. Okay, jetzt gehen wir alle nach Hause. Das seid ihr, Kinder. Und wie hübsch ihr aussieht. Außer Ciao. Deine Krawatte ist nur eine blaue Socke. Und Es, du trägst ja... Ballkleidung. Du hast all die Bälle gekauft, kaputt gemacht und wieder zusammengenäht. Nur für diesen schlechten Gag. Ja. Na schön, kommt jetzt mit in die Aula. Das super leckere Kaugummi mit echt exotischen Geschmacksrichtungen. Erdbeere, Apfel, Banane. Mit vielen Vitaminen. Zwei. Knalligen, nicht-toxischen Farben. Nur 38% der Laboratten sind an den hinzugefügten Farbstoffen gestorben. 4000 Yen, einmal das neueste Spiel, Fallout 4. Oh, tut mir leid, das reicht nicht für das neueste Fallout-Spiel. Aber hier, dafür bekommst du diese Second-Hand-Version von Fallout 1. Aber das Spiel ist total zerkratzt. Hier klebt ein alter Bonbon, da hat ein Hund reingebissen und der Hund hängt auch noch dran. Das sind normale Gebrauchsspuren. Was wollt ihr denn später mal werden? Ein Rockstar! Oh, cool. Ein Chirurg. Viel Glück. Archäologe. Aha, sehr interessant. Oh, ich hab mich versprochen. Ich meinte Archäologe. Ja, und du, Wacke? Ich will Feuerwehrmann werden. Okay, Es muss kein Feuerwehrmann werden. Er hat nämlich schon einen dicken Schlauch in seiner Hose. Und was möchtest du werden, Ciao? Glücklich. Glücklich ist kein Beruf, du Schussel. Die Nachrichten. Atomkraftwerk von Tsunami zerstört. Extreme Gefahr und Verseuchung in diesem Gebiet. Hey, ist das der Zettel von letzter Woche? Nein, nein, ist schon wieder passiert. Ich dachte, wir berichten hier über Neuigkeiten aus Japan. Lebensgefahr und... Ach nein, Tsunami. Das sollte doch erst am Wochenende passieren. Also auf die Atomkraftwerk-Tsunami-Zerstörungsvorhersage kann man sich echt nicht mehr verlassen. Hier, das Wichtigste. Viel Wasser. Sie sind in einem Überflutungsgebiet. Die haben genug Wasser. Was sie wirklich brauchen, ist eine Jahrespackung Nagellackentferner. Das gehört, glaube ich, nicht in ein Überlebenspaket. Siehst du die? Diese Finger, ich könnte nicht überleben ohne Nagellackentferner. Oh je, seh dir nur dieses Elend und Chaos an. Was für eine hässliche Sandburg. Ja, jetzt sollten wir aber wirklich zum Katastrophengebiet gehen. Oh, wie schrecklich. Hier ist es total verseucht. Sieh nur, da hat jemand sogar einen Geigerzähler. Wie viele Geiger sind das? Drei. Jetzt hört mit der traurigen Musik auf. Sind Sie interessiert an der Wahrheit? Dann treffen Sie mich heute Nacht um 22 Uhr in der Mitte des Stadtparks. Ihr Ergebener anonym. P.S. Das bist du! Von wem kann das sein? Bonjour! Dieser Brief ist von dir. Wie hast du es herausgefunden? Ich meine, ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, erstmal ist es deine Handschrift, dein unverkennbarer Zeichenstil und auf der Rückseite hast du dich selbst und ganz viele kleine Hintern gemalt. Oh Mist, ich wusste, ich hätte die Hintern weglassen sollen. Tja, da habt ihr es. Laut diesen Berechnungen handelt es sich eindeutig um ein Schneehuhn, das 32 Meter groß ist. Das habe ich mir fast gedacht. Da stimmt irgendwas nicht. Hier, lassen Sie die auch analysieren. In Ordnung. Objekt wird analysiert. Kunststoffgehäuse enthält Magnettonspur, Wellenspektrum erkannt. Berechne Ergebnis. Audiokassette. Wir wissen, was es ist. Was sind da für Geräusche drauf? Woher soll ich das wissen? Ich habe kein Kassettenlaufwerk. Wo sind wir? In den 80ern? Klingeling, hallo, jemand zu Hause? Will nicht mal jemand ans Drehscheibentelefon gehen? Oh, der Computer hat eine Fehlfunktion. Reserverad? Check. Extra Benzinkanister? Check. Partyhorn? Check. Hey, ist das alles, was du tragen musst? Oh nein, ich trage natürlich auch noch eine ziemlich schwere große Sache. In meiner Hose! Verschollene Episode. Ich habe 200 Fanfictions darüber geschrieben. Und ich habe Fanart gemalt. Und ich habe einen Fanblog, wo ich gefühlvolle Kommentare zu Screenshots abgebe. Der hat schon 2000 Likes. Wer von den beiden wird der beste Gamer der Welt? Wow, Es spielt nur mit der linken Hand. Er ist wirklich gut. Unglaublich, Midori spielt mit ihren Füßen. Die ist doch besser. Jetzt spielt Es nur mit seinen Hintern. Keine Angst, Joe. Ich gebe dir meinen Schutztalisman. Diese Socke hat mir, seitdem ich sie trage, Glück gebracht. Deshalb habe ich sie nie ausgezogen. Ich überlasse sie dir. Nur nicht weinen. Du bist es mir wert. Geister gibt's überhaupt nicht. Werwölfe auch nicht. Verfluchte Menschen, die Tiergestalt annehmen. Total albern. Der Geist. Beschütze mich, Talisman. Hier ist noch eine Schleife. Warum sind hier so viele Schleifen? Pushy liebt Schleifen. Pushy. Hilfe, Kinder. Ich bin seit Wochen in diesem Brombeerstrauch verheddert. Nur ein Postbote. Die Schule muss dringend renoviert werden. Können wir dann endlich das Loch im Jungsklo reparieren? Was ist denn mit den anderen Räumen passiert? Die sind letzte Woche bei einem Kaiju-Angriff zerstört worden. Von Bacilla, der Riesenbakterie.
Also, der Tsunami hat sie erfasst. Alles ist in Ordnung. Yeah, das war's wieder von den Japanoschlampen. Wo ist eure Katze? Und wartet ihr auch schon seit einiger Zeit auf ein Paket? Schaut mal in den Büschen vor eurem Haus nach. Man weiß nie, was sich dort verheddert hat.